Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch das Kote-Güli-Paket. Und zwar besteht es aus zwei Feldrandcontainer und zwei Zubringfässer. Die Feldrandcontainer und die Zubringfässer gibt es wieder in Easy-Ausführung und in der Profi-Ausführung. Das heißt also, die Feldrandcontainer in der Profi-Ausführung kann man nur über den Saugrüssel die Gülle raussaugen oder die Gärreste. Und so ist es genauso bei der Profi-Version beim Güllezubringer. Da kann man es auch nur über den Saugrüssel raussaugen. Also das ist jetzt der Feldrandcontainer, der Easy, wo man, da braucht man nur dran fahren, da kann man es raussaugen. Es hat 55.000 Liter, braucht 50 PS. Hauptfarbe sind, ja, das ist John Deere, Glas, Oliv, Garlic, Fendt Classic, Fendt Nature Green, John Deere, Challenger, Stara. Die Felgefarbe sind genau dieselbe. Reifevariante gibt es einmal Standard, einmal Breitreife. Also da sieht man, ja doch, man sieht ein bisschen den Unterschied, dass sie breiter sind. Initiale Leasingkosten sind 1.336 Euro und Gesamtpreis 26.200 Euro. Und das gibt es dann da noch als Profi-Ausführung. Das ist dann genau dasselbe Fass mit derselben Ausstattung. Hauptfarbe, gleiche Volumen. Ja, gerade schauen, das kostet. Ja, die kostet gleich. Bei der Fässer ist genau das gleiche, easy. Also das ist, da braucht man nur neben dran fahren und dann kann man die Gülle abtanken. Das ist ein Fass, das hat 30.000 Liter. 240 PS Schlepperleistung. Felgefarbe sind wieder die Farbe wie vorher. Hauptfarbe auch dieselbe Farbe. Allerdings, ich glaube, die kostet Aufpreis. Ja, 1000 Euro für eine andere Farbe. Bei der Felgefarbe ist es genau dasselbe. Ja, genau. 150 Euro, okay. So ist es auch bei den Dingen, so ist es auch bei den Feldrandcontainer. Design, da kommen wir aber zurück zum. Ja, genau, das normale Fass. Design gibt es einmal weiß und einmal rot. Das Rot kostet 200 Euro Aufpreis. Denn Design 2 Standard. Ah ja, das sind die Leuchte oben hinten. Also das sind rundum oder halt Warnleuchte. Reifevariante gibt es einmal Standard und einmal Breitreife. Ja, genau. Die haben so ein gröberes Stolleprofil. Ja, genau, die haben ein bisschen gröberes Stolleprofil. Die initiale Leasing kostet 3.058 Euro, Gesamtpreis 75.500 Euro. Das Profifass genau dasselbe. Schauen wir uns die Fässer mal an. Also so sehen die Fässer aus. Ja, auch wieder schön gemacht mit der Leiter. Der Kote-Schriftzug. Natürlich auch wieder die Schlauchverbindungen, die ganzen Anschlüsse. Die Abstellventile. Saugtrichter oben. Die haben jetzt da noch zwei Beleuchtungen an dem Saugtrichter. Das ist Arbeitsbeleuchtung, genau. Arbeitsscheinwerfer. Beim Feldrandcontainer ist genau dasselbe.
Hat auch oben den Rüssel, wo man es raussaugen kann. Da gibt es eigentlich nicht viel zum Erklären am Feldrandcontainer. In der Beschreibung steht jetzt nichts. Ich denke auch mal, dass die mit dem Maniersystem, mit dem Schlauchsystem funktioniert. Dass man die Schläuche ankoppeln kann und dann übertanke. Allerdings, ja, es bringt eigentlich nicht viel bei der Easy-Ausstattung. Bei der Profi-Ausstattung wird es auch so sein, dass man es so übertanken kann. Also, ja, man kann es anschließen, dass es realer aussieht, aber man könnte es auch normal so übertanken, wenn man einfach nebendran fährt. Also beim Profifass ist es auch so, man kann einfach mit dem Profifass neben dem Feldrandcontainer hinfahren und übertanken. Das funktioniert. Nur das Rausholen funktioniert bei beiden Profi-Varianten, also Feldrandcontainer wie Tankauflieger, nur über den über den Trichter oben. Ja, das war es eigentlich schon für die Mod-Vorstellung. War eigentlich alles. Ja, wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen. Abonniert doch gern meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.